Bin ich aus dem Hut Zauber? Weiß ich noch nicht genau. Wir haben gestern, vorgestern ganz gut gearbeitet. Das ist natürlich immer in der Länderspielpause eine besondere Situation, weil man einige Spieler wenig gesehen hat. Wobei jetzt zum Glück sind ja gestern alle schon wieder eingestiegen in das komplette Programm. Aber wir lassen uns noch ein bisschen Zeit und den Raum dafür zu entscheiden, was wir für am sinnvollsten halten für das Spiel. Ja, grundsätzlich, bevor die Frage kommt, ist ganz vieles wie vor Dresden. Weil wir haben eine Länderspielpause, wo bei uns sehr viele Spieler weg sind, beim Gegner nicht. Da sind, glaube ich, bei Union sind 2 Spieler weg. Wir haben ein sehr, sehr schweres Auswärtsspiel vor der Brust. Wir haben dadurch natürlich auch nicht ganz so viel Zeit, uns einzuspielen. Haben den Fokus im Training auf unsere Abläufe gelegt und unsere Herausforderung ist jetzt, dass die Rahmenbedingungen so sind wie vor Dresden, dass wir aber anders Fußball spielen. Und dementsprechend ist das jetzt unsere Herausforderung, die wir suchen, der wir auch standhalten wollen. Und insofern, das Drumherum ist so ähnlich, aber das Fußballspiel soll anders werden. Das letzte Heimspiel wurde verloren, aber ich glaube, vorher waren 14 Spiele in Serie ohne Niederlage. Das ist natürlich schon ein Brett. Es ist die Qualität, die sie haben, sowohl offensiv als auch defensiv, kommen natürlich vorne mit sehr viel Geschwindigkeit, mit sehr viel Wucht. Sind variabel auch in ihrer Formation, die sie spielen. Also wenn man sich das die letzten Wochen anguckt, dann ist das schon variabel. Und körperlich und aber trotzdem auch mit Fußball, also mit einer spielerischen Qualität gepaart. Und insofern ist das schon mit Sicherheit eines der schwersten Spiele, die du in dieser zweiten Liga haben kannst. Und insofern eine große Herausforderung. Ja, du kriegst das nicht hin, dass du 90 Minuten, also wir werden auf keinen Fall 90 Minuten den Ball haben und nur in der Hälfte von Union spielen. Und insofern müssen wir auch da die Phasen so gestalten, wenn Union den Ball hat und wenn wir im Pressing vielleicht nicht so hinkommen, dass wir trotzdem uns so gut bewegen und so gut verteidigen, dass wir trotzdem wenig Torchancen zulassen. Und es wird auch da Phasen geben, die uns schwerfallen und die allein aufgrund der Qualität des Gegners ist es ja eigentlich auch in jedem Fußballspiel so. Es gibt jetzt ganz wenig Mannschaften, die so ein Spiel mal kurz 90 Minuten dominieren. Und trotzdem haben wir die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Und da, ja, und auch die Phasen, die schwierig sind, dann so zu gestalten, dass defensiv nichts passiert und wir dann uns darin wieder finden, um dann wieder Offensive reinzubringen.